Nachgang zu dem Exco im Rahmen meiner Interviewserie zum Thema Social Media Monitoring und Social Data Analytics mit Stefan Eberts vom Monitoring Matcher auch nochmal zur Frage, wo stehen wir beim Social Media Monitoring und der Analyse der Daten? Stefan, aber magst du dich kurz vorneweg vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Ja, Stefan Eberts, Berater für digitale Kommunikation. Hier in Köln betreue ich immer relativ viel das Thema Social Media Monitoring rund um das Thema Tool-Auswahl, aber dann eben auch bei der Implementierung später Analyse, also sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette rund um das Thema Monitoring, Analyse und Kommunikation und eben auch schon mit besagtem Monitoring-Matcher seit, ich glaube, 2,5 Jahren. Als Plattform zum Thema digitalen Monitoring eben auch im Netz präsent, weil es einfach in der Hinsicht nicht wirklich eine eigene Plattform zum Thema gab. Also von daher, das ist so ein bisschen das, mit dem ich mich so Tag an Tag aus beschäftige. Ja, du unterstützt uns ja bei der Kuratierung unseres Social Media Monitoring Forums. Wir haben uns dann auch letzte Woche auf der Demexo kurz gesehen, hatten da aber dann keine Zeit gefunden, das Interview direkt zu machen, deswegen heute im Nachgang. Daher hier die Einstiegsfrage für dich. Was ist dein Statement dazu? Wo stehen wir in der Entwicklung, in der Reifeentwicklung des Themas Social Media Monitoring und Social Data Analyse? Das ist immer ganz spannend, wenn man so eine Messe sich anguckt, würde ich sagen, dann vergleicht man automatisch mit den Vorjahren, da merkt man, dass das nicht so laut wird wie der Rest. Also von daher würde ich sagen, so eine Weiterentwicklung im Markt war bei der Demexco, glaube ich, nur bedingt sichtbar. Also mein Eindruck ist halt, dass, sagen wir mal, die Branche sich immer stärker konsolidiert. Das hat sich gerade so zwischen den beiden Demexco-Ausgaben sehr stark gezeigt. Das heißt, Anbieter kaufen andere Anbieter, gehen Kooperationen ein, indem sie wirklich, zum Beispiel wie im Fall von BIC und Vico, eben hingehen und der eine macht quasi nur noch Engagement und der andere nur noch Monitoring und arbeiten eben auch sehr eng zusammen, haben dann auch einen Stand zusammen auf der Demexco. Also man merkt so ein bisschen die Konsolidierung, speziell im deutschen Markt, geht doch stetig voran. Facelift kauft Social Bench und hat eben auch wirklich die Integration im ersten Schritt auch abschließen können. Also man merkt, da wächst viel zusammen, viel Bewegung im Markt, viel Unruhe. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass, sagen wir mal, die Tools gar nicht mehr so viel auf den Kunden mal zugeschnitten werden oder sich noch stärker darauf einstellen müssen, sondern dass mehr so jetzt so ein bisschen das Tuning kommt. Es gibt bestimmte Trends, die sich auch da so im letzten Jahr immer stärker abzeichnen, die einfach zeigen, also die Tools, ich meine, an dem Messen, an der Analyse von Inhalten kann man gar nicht mehr so viel optimieren. Es geht sehr viel stärker eigentlich darum, wie man die gewonnenen Inhalte so für den Kunden bereitstellt, dass er möglichst gut damit arbeiten kann. Also von daher wäre das so ein bisschen eigentlich so das Feintuning ist, oder es hat für das Feintuning gekommen, was nicht heißt, dass für alle Nutzer und auch für alle Kunden wirklich auch schon die Nutzung von Social Media Monitoring wirklich alltäglich geworden wäre. Aber wir sind eigentlich so in dieser Feintuning-Stufe, würde ich sagen. Wenn du über Konsolidierung und Zusammengehen sprichst von verschiedenen Lösungsansätzen, dann hast du so in deiner Antwort ein bisschen zusammengeführt, die Zielsetzung dahinter ist irgendwie das Thema Beobachten und die Unterstützung sozusagen der Social-Media-Aktivität zusammenführen in einem Prozess, also Monitoring und das Engagement-Management. Ist das der Ansatz? Weil letztendlich würde ich mir auch vorstellen, okay, man könnte ja auch viel stärker so Best-of-Breed-Speziallösungen in die Tiefe gehen mit offenen Schnittstellen, dann natürlich halt auch mit anderen Lösungen zusammengehen, aber eigentlich sich konzentrieren auf eine ganz bestimmte Nischenfunktionalität. Das siehst du nicht. Du siehst eher so, dass sie, wenn versuchen, sich Tools zuzukaufen und in der Breite den ganzen Prozess abzubilden. Richtig? Ja, also ich würde sagen, also natürlich gibt es auch so, die Nische ist
auch in dem Bereich nach wie vor ein ganz spannendes Biotop. Also da gibt es durchaus auch Spezialanbieter, die wirklich nur, die sich auf Branchen spezialisieren oder wirklich ganz eigenständige Lösungen auch bieten für ein spezielles Thema. Also die wirklich auch sich im Bereich Monitoring nochmal besonders stark da reinstürzen. Gar nicht mal wirklich mit Echtzeitauswertung, sondern eher wirklich mit viel Manpower-Ding auch manuell zu machen. Also die Nischen gibt es nach wie vor, aber ich glaube, dass es gibt auch den Markt dafür, aber dann auch eine Lösung, wo halt, sagen wir, 10, 15 Redakteure manuell bestimmte Dinge tun, das hat insofern einen überschaubaren Markt, weil die Kosten einfach ganz anders sind. Ich glaube, dass diese, sagen, nennen wir es mal so, das Zeitalter der Marketing-Suite, wo halt wirklich so, also Facelift zeigt das einfach sehr schön, weil sie, das ist kein Monitoring-Spezialist, das ist auch kein, also auch nicht reines Engagement, sondern eben auch so ein bisschen Werbung, ein bisschen jetzt auch Analytics durch die Integration von Social Bench, also so eigentlich von allem so ein bisschen, was halt für das Gros der Kunden, gerade auch mit komplexen internen Strukturen, einfach auch gut anwendbar ist. Also das heißt, eine Lösung, die eben nicht hochspezialisiert ist, sondern ist halt eher auch auf den, sagen wir mal, integrierten Ansatz im Unternehmen auch ausgerichtet ist. Das heißt, die Ja. haben zum Beispiel eine Monitoring-Anwendung, die eben nicht die, wie soll ich sagen, hochentwickelste und feinjustierteste ist, aber sie reicht halt für das, was im täglichen, sagen wir mal, Content Creation auch irgendwie nötig wäre. Also von der Marketinglösung ist da, glaube ich, sehr, sehr stark im Kommen oder der Marketing-Suite, weil eben die eierlegende Wollmilchsau dann doch einfacher im Unternehmen auch zu platzieren ist. Aber verliert das, also der Funktions- oder der Lösungsansatz des Social Media Monitorings da nicht so ein bisschen an Qualität, weil gerade wenn man, wenn ich mir denke, okay, wenn da Lösungen halt immer diesen Prozess anlegen, worauf achten nachher die Unternehmensentscheider und die Projektentwickler, denen geht es ja eigentlich nur darum, nachher möglichst draußen guten Erfolg, Reichweite zu erzielen, nämlich um die Engagement-Komponente. Und dann mit dem Monitoring eventuell dann doch wieder die Engagement-Komponente darum Controlling laufen zu lassen oder eventuell Trigger und Ansatzpunkte für das nächste Engagement zu kriegen. Aber so eine tiefer gehende wirkliche Auswertung, neue Themenfindung etc., so wie wir das immer gedacht haben, wir steigen dann da jetzt richtig tief ein, gibt es doch dann eigentlich gar nicht mehr. Und wenn sich diese Systeme mehr verhalten, ist das auch immer weniger sozusagen der Fokus der Projekte. Also man muss jetzt immer aufpassen, weil ich glaube, es gibt eine Menge Akteure auch in dem Bereich der digitalen Kommunikation, die schon auch genau mit dem Ansatz auch noch weiter unterwegs sind. Aber letztendlich ist es so, der Markt bzw. das Gros der Kunden, da geht es halt sehr viel mehr um, es verlagern sich halt auch so ein bisschen ich denke, das ist auch so ein Trend, den man so in den letzten Jahren immer stärker beobachtet. Früher ging es sehr viel stärker, da war es Customer Care, da war es Unternehmenskommunikation, deren Budgets quasi auch die Tools bezahlt wurden. Das geht immer stärker Richtung Marketing, was eben auch mit anderen Zielen oder mit sozusagen mit der Anwesenheit neuer Ziele auch einhergeht. Definitiv geht es auch ein bisschen stärker wirklich um Reichweite, aber auch um, sagen wir, durchaus auch effiziente Prozesse, sprich zwei oder drei Tools, die in ihrer jeweiligen Nische das Beste sind, aber dafür in drei verschiedenen Tabs laufen und nicht miteinander reden können. Also das sind Dinge, die, sagen wir, je mehr Leute damit arbeiten, je mehr das eben auch Mainstream wird, umso mehrheitsfähiger müssen sie halt auch einfach sein. Da sind bestimmte Lösungen wie, also die gerade zum Beispiel sehr komplexe Konfigurationen, also zum Beispiel Brandwatch kann man ja extrem umfangreich konfigurieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Filter man da an der Seite setzen kann. Also ich tippe mal auf eine fast dreistellige Zahl von Optionen. Im Alltag nutzt das aber niemand, sondern im Grunde genommen wollen die meisten halt nur drei, vier Werte vielleicht am Tag sehen, bestimmte kurze, kompakte Informationen haben. Also man da, ich fürchte, dass zum einen fehlt an vielen Stellen wirklich immer noch im Unternehmen die Zeit, auch mit den Tools wirklich arbeiten zu können. Also es gibt Budgets auch durchaus ja bei einem 1.000 € im Monat, die ernstzunehmende Größen erreichen. Es wird aber selten eingeplant, dass man da auch irgendwer mit arbeiten muss. Also insofern ist das sicherlich auch ein Teil des Problems, dass nicht mehr so die Chance besteht, auch wirklich mit diesen ganzen Datenfluten wirklich arbeiten zu können. Und es besteht auch gar nicht mehr die Chance ist wirklich auch sozusagen entsprechend diese Analysen auch wirklich umsetzen zu können. Deswegen ist dieses Thema Analyse auch immer stärker als Dienstleistung in meinen Augen nach und nach am Kommen. Also das ist halt sozusagen, weil die Tools selber liefern es nicht, die Kunden haben nicht die Ressourcen im Sinne von Zeit. Also ist das ein Markt, der da immer stärker auch entsteht, wo eben Agenturen diesen
Analyse und Report und Part mit übernehmen. Was ich so ein bisschen als Trend gesehen habe, auch so natürlich bei Anbietern, die aus dem US-amerikanischen Markt halt heraus ihr Mutterhaus haben, wo natürlich dann immer wieder die Ideen bestehen, das halt auch irgendwie für den, noch nicht nur für das Marketing, sondern auch immer stärker für den Sales-Prozess einzusetzen. Siehst du da auch Ansatzpunkte? Das Also ist ich ja für denke, Deutschland dann schon noch ein Problem, halt auch mit dem Datenschutz. das ist, also ich weiß gar nicht, das ist, man weiß nie, was da in den nächsten rechtlichen Rahmenbedingungen und neuen Rechtsnormen nochmal so aus Brüssel daherkommen. Also, und auch in Berlin passieren ja zum Teil ganz spannende Dinge oder auch vielleicht beunruhigende Dinge. Also da können sich Dinge immer auch nochmal ändern. Aber im Moment ist es in der Tat so, das, was wir aus den USA kennen, wenn es um Marketing Automation geht, dass da nahezu selbstverständlich bei Veranstaltungen die Teilnehmerlisten in großem Stil an Sponsoren weitergegeben werden. Also in Deutschland, das macht halt ein Anbieter einmal und danach hat er dann viel Spaß auf der rechtlichen Seite und wird es nicht mehr tun. Also von da die ganzen Ansätze in Sachen Marketing Automation, die funktionieren in Deutschland eben einerseits oft juristisch oder sozusagen im Kontext von Datenschutz nur sehr eingeschränkt. Es kommt aber auch noch dazu, und das wird sich, glaube ich, so schnell nicht ändern, wir haben hier eine andere Kultur. Also ich finde, gerade in den USA ist es halt so, das mag auch die Kultur der Tools und auch der Lösungsanbieter so ein bisschen prägen. Da ist halt Inbound Marketing im Sinne von wirklich aktiv kontaktiert zu werden, sehr positiv besetzt. Das ist in Deutschland definitiv nicht so der Fall. Und da reden wir nicht nur von den Werbeanrufen abends an der Privatleitung. Und das ist definitiv eine Richtung, wo man wirklich merkt, dass auch, sagen wir mal, viele dieser Marketing-Automation-Geschichten wirklich auch Probleme haben, sich in Deutschland zu etablieren. Das ist so mein Eindruck, weil sie oft auch wirklich die Kultur nicht verstehen oder dieses andere Verständnis an der Stelle und sagen, naja, das hat ein großer Markt, aber sagen wir mal, deswegen fürchte ich so ein bisschen, also das Ziel ist sicherlich stärker, das in den Sales-Bereich zu integrieren. Ich finde das in der Sache auch per se gar nicht schlimm. Ich würde mir wünschen, dass ich zielgerichtet kontaktiert werde und auch entsprechend eingebunden werde, was ich dabei eben oft auch nicht glaube. Aber das ist in Deutschland wirklich noch so ein Thema. Wenn alle so könnten, wie sie wollten, würde da vielleicht nochmal deutlich mehr passieren. Im Moment ist das halt wirklich eine ganz, also da liegen wir, glaube ich, weit mehr als die, naja, sonst immer gerne so 3 bis 5 genannten Jahre so hinter USA und auch hinter UK hinterher. Also ich glaube, die Überlegungen sind da, das wird auch immer stärker irgendwie versucht, das sieht man auch bei vielen Lösungen, auch durch also Monitoring-Umfeld, wo man versucht, bei Instagram mit irgendwelchen Shopping-Lösungen das anzudocken, aber das sind alles Dinge, die in Deutschland erstmal auch, auch wenn die Reichweite grundsätzlich da ist, erstmal so in dem Maße, glaube ich, noch lange nicht so erfolgversprechend sind, wie das jetzt zum Beispiel im englischsprachigen Bereich, gerade in den USA und in Großbritannien zum Beispiel der Fall ist. Also von daher Sales ist so also der Trend oder die Bewegung dahin ist da, aber ich glaube, da haben wir noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns, bis das in Deutschland wirklich etabliert ist. Wenn du jetzt nochmal einen Rückblick auf das, was du auf der Demexpo gesehen hast, machst und dann mal an jetzt dein Gegenüber, ich wäre jetzt hier so ein Projektverantwortlicher im Unternehmen für Thema Social Media, was würdest du mir raten, womit sollte ich mich im nächsten halben Jahr beschäftigen, vor dem Hintergrund natürlich auch der technologischen Möglichkeiten und Entwicklung? Oh mein Gott, der 30 Sekunden Sales Pitch, das wird ja spannend. Nein, also ich glaube, die Sachen, die jetzt wirklich im Moment spannend sind, weil sie wirklich eine Technologie gerade so im letzten Jahr Fahrt aufgenommen haben, so sagen wir, ein Thema ist da sicherlich, sagen wir mal, das zeichnet sich schon ein bisschen länger, das ist dieses ganze Thema Dashboards, Listening Center, weil sagen wir, die Projektverantwortlichen müssen einfach irgendwie das, was sie da an Inhalten generieren, was sie an Reaktionen erreichen, irgendwie auch ins Unternehmen reinspielen. Da sind so sagen wir, Command Center, Listening Center, sowas wie Brandwatch Visia, was ja schon sehr lange im Markt ist, dem ich aber bestimmte Dinge visualisieren kann. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Trend, weil wir wissen, alle Reportings werden nicht gelesen, Logins werden nicht benutzt für irgendein Tool, also sprich im Bildschirm, wo man vorbeigehen, die 3, 4 Kernfakten sind. Wird immer wichtiger, weil wenn ich halt die Verantwortlichen nicht erreiche, bekomme ich keine Budgets, bekomme ich keine Unterstützung etc. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was eben auch von immer mehr Tools auch mit abgedeckt wird. Lange Zeit waren das immer so Inseln, aber da tut sich gerade sehr, sehr viel. Ich denke ansonsten,
Was wirklich spannend ist, gerade für größere Akteure, ist das Thema Bilderkennung extrem spannend, wo ich auch noch vor 1 oder 2 Jahren nicht gedacht hätte, dass es so mittlerweile, wir haben jetzt 3 Anbieter, die im, sagen wir, deutschsprachigen Markt aktiv sind, die wirklich auch Lösungen angebunden haben, mit denen ich eben mein Logo auch auf der Evian-Flasche oder auf dem Heineken-Fläschchen finden kann. Ist nicht für jedes Szenario wirklich kriegsentscheidend, aber gerade wenn ich mit der größeren Marke unterwegs bin, vielleicht auch mit Produkten im Markt, das definitiv ein Thema, wo Marktreife wirklich gegeben ist. Noch die Anbieter, sagen wir auch diese ganz ersten hohen Kosten, die gehen langsam ein bisschen zurück. Also von daher, das ist, glaube ich, mit das Spannendste, einfach um zu gucken, wohin da die Reise geht. Weil ich glaube, dass, wenn man Bilderkennung klappt jetzt in weiten Teilen schon in Echtzeit, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da kommt so ein Technologiepart, wo ich auch nicht jedes Detail kenne, weil es auch nicht mein Kernthema ist, mich mit Picture Recognition zu beschäftigen, aber sagen wir mal, der Sprung gerade von Foto hin zu Bewegtbild wird dann auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Und das ist halt für große Marken definitiv spannend mitzukriegen, wo sie wie auch aktiv sind. Das, sagen wir mal, beim Sportsponsor ist sicherlich das am häufigsten verwendete Beispiel, aber oder das naheliegendste Beispiel, aber ich denke, da werden noch, und mein Lieblingsbeispiel ist da immer so ein Fake-Bild, wo quasi auf einem roten Kondom die goldenen Bögen von McDonald's drauf sind. Also etwas, was man als Familienmarke, glaube ich, nicht unbedingt im Netz sehen möchte, was man eben über die Logoerkennung auch finden kann. Also von daher, das ist, glaube ich, ein Trend, wo ich sagen würde, das zeigt einfach, welches Potenzial da auch drin steht oder drin steckt. Ich denke ansonsten, dieses Marketing-Automation-Thema setze ich an der Stelle auch fort, wenn wir über Bots reden, weil das gerade für Engagement-Umgebungen eigentlich ein ganz, ganz großes Thema ist. Da kann ein Bot durchaus Anfragen vorab schon mal klären. Und man kann ja zumindest wieder 10 bis 15% Arbeitszeit von Mitarbeitern sparen. Aber ich denke, das ist gerade bei größeren Akteuren definitiv auch nochmal ein Thema. Also das sind, glaube ich, mal, sagen wir mal so die Elemente, wo ich im Moment sagen würde, das ist gerade spannend im Markt. Betrifft nicht nur Monitoring-Analyse-Lösungen, aber gerade wenn wir über Engagement reden beispielsweise, greift das eben auch an einigen Stellen an diesen genannten Punkten an. Das sind also ein bisschen die Trends, die da, glaube ich, so mit erkennbar sind. Ja, prima. Vielen Dank fürs Gespräch.